Mika Kojonkowski, ich frage auf Deutsch, weil du alles verstehst. Du könntest auch auf Deutsch antworten, du kannst auch auf Englisch antworten. Heute früh nach dem Silvester haben wir zusammengestanden und du warst ganz traurig. Und heute, ein paar Stunden später, eine andere Springerwelt. This is like it can be in ski jumping. So, but it's not happening for sure like by accident. You need to have a good work behind and you need to have a capacity. But sometimes to take it out is really difficult. And we have had that problem lately. So. Im Prinzip, es geht eben so schnell in der Springerwelt. Es ist nicht so einfach, du arbeitest hart und es kommt trotzdem nicht das raus und auf einmal geht es dann wieder. Das ist schon kurios. Ja, yeah, this is like a, I think this should be about our level now, so I'm happy about that. And somehow we have had quite big difficulties to believe on basic and boys are having strong basic, but now they found it, so that can be nice example of ski jumping. Maybe over tomorrow Germans are coming. Kurz gefasst, das ist wieder ein Beispiel für Skispringen und was den Norwegern heute geschehen ist, was passiert ist, kann den Deutschen natürlich übermorgen auch geschehen. Das ist Skispringen. Ja, and for sure Wolfgang Schuster has made the really good work and I can see that there's basic existing also in German team, so one day it will come. Okay, also nochmal, er glaubt auch, dass die Deutschen wieder besser springen werden. Aber hoch, runter, runter, hoch. Danke, Mika Kojonkowski. Thank you.